Meine Damen und Herren, auch diesmal wieder eine Umschulung. Sehen Sie, was dabei herauskommt, wenn eine Jägerin als Heiratsvermittlerin arbeitet. Guten Morgen, entschuldigen Sie die Verspätung, dabei bin ich beim ersten Büchsenlicht aufgestanden. Genau 7 Uhr, das heißt, es war nicht 7, es war 10 Minuten nach 7. Ich stelle meinen Wecker nämlich mal abends auf 10 Minuten vor 7, damit er die ganze Nacht hindurch so geht, damit er morgens genau 10 Minuten nach 7 läutet. Das heißt, er läutet nicht abends, er läutet morgens. Es ist aber so, mein Wecker geht nach. Und wenn ich meinen Wecker abends auf 10 Minuten vor 7 stelle, geht er die ganze Nacht hindurch so, dass er morgens genau 10 Minuten nach 7 läutet. Haben Sie... Haben Sie... Gut geschlafen, ja, danke. Mit geschlossenen Augen. Mit offenen kann man ja nicht schlafen. Oh ja, Hasen können das und Kaninchen. Also wie gesagt, ich schlafe mit offenen Hasen. Wie bitte? Ich meine mit geschlossenen Kaninchen. Sie bringen einen ganz durcheinander mit Ihrem sinnlosen Geschnatter. Kommen wir zur Sache. Platz! Sie haben also die Absicht, sich zu paaren. Naja, ich suche... Ich habe nicht viel Zeit, ich erwarte jeden Moment. Ja, ich suche eine Frau. Da habe ich ein paar ganz dufte Hasen auf Lager. Hier zum Beispiel dieser Hasenrücken. Nein, nein. Oder wenn Sie eine etwas reifere Hirschkuh suchen. Nein, nein. Falls Sie was aus dem Nachtleben suchen, habe ich dieses flotte Sumpfhuhn. Nein. Na schön, müssen wir ein Inserat aufgeben. Sie kennen ja meine Sparte. Frau Diana sucht. Also, nein. Was darf ich notieren? Schreiben Sie vermögender Herr. Okay, kapitaler Bock. Aus guter Familie. Aus erstklassigem Wurf. Mit üppiger, dunkelborstiger Mähne. Aber mein Haar ist doch schon etwas schütter. Gut, schreiben wir derzeit in der Mauser. Was haben Sie denn da? Am Ohr vom Rasieren ein bisschen Blut. Verstehe, Sie schweißen am Löffel. Aber schweifen wir nicht ab. Ich brauche nur was Persönliches. Dynamische Führungspersönlichkeit. Ja, prima Leithammel. Spendabel. Mit offener Vorderhand. Möchte sich wieder verheiraten. Ab sofort zum Abschuss freigegeben. Sie suchen sicher was Junges, nicht? So einen kleinen Frischling, nicht? Naja, aber zu stürmisch sollte sie auch nicht sein, in meinem Alter. Verstehe. Starke Balzfreudigkeit vorhanden, doch längere Schonzeiten erbieten. Wissen Sie, ich habe nämlich schlechte Erfahrungen mit meiner ersten Ehe. Ach, das bringen wir hier noch rein, hier. Kapitaler Bock... Oft gehörnt. Nein, meine Ehe scheiterte, weil ich so gerne eine... dann schreiben wir hier statt kapitaler Bock, blauer Bock. Hören Sie auf. Ja, das muss ich leider. Ist nämlich jeden Moment so weit. Was ist so weit? Ich erwarte jeden Moment Drillinge. Was, Sie? Ach, da sind Sie ja schon. Weidmanns